Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute wollen wir uns noch einmal näher mit Blackford befassen. Ist ja unglaublich, wie viele Videos in letzter Zeit von Blackford erschienen sind. Einfach unfassbar. Und ein Video ist mir da besonders rausgestochen, und zwar von Analyse mit Cap. Und heute wollen wir mal ein bisschen näher darauf eingehen und uns einfach noch ein bisschen weiter damit beschäftigen. Also viel Spaß bei diesem Video und let's go! It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Da ich kein Anlagenberater bin, kommt hier einmal der Haftungsausschluss. Alle Texte sowie die Hinweise und Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Sie dienen lediglich der persönlichen Information und geben ausschließlich die Meinung des Autors wieder. So, und jetzt können wir mit dem Video starten. Alle Seiten, die ich auf diesem Kanal vorstelle, sind unter diesem Video verlinkt. Und vergesst nicht, falls ihr diesen Kanal unterstützen wollt, falls euch das Video gefällt, gebt mir gerne ein Like, abonniert diesen Kanal und schreibt mir gerne einen Kommentar mit eurer Meinung. So, dann wollen wir mal als erstes darauf eingehen, das habe ich in meinem letzten Video gar nicht erwähnt, aus dem Grund, weil ich da eh nicht so der Fan mehr von bin. Und zwar hat Blackford eine Lizenz, und zwar bei der FIU. Und da muss man jetzt sehen, was ist die FIU? Also es gibt wohl... Laut Analyse mit Cap gibt es keine andere Wallet, die diese Lizenz bis jetzt besitzt. Und zwar ist das dafür da, dass diese Wallet überprüft wird, dass hier keine Geldwäsche stattfindet und sie legitim Fiat, also Euro und Dollar, gegen Kryptowährungen tauschen dürfen über ihre Wallet. Dann wurde wohl gefragt, das hat jetzt die Wallet an sich, ne? Und was ist aber mit dem Blackford-Netzwerk? Denn darüber kaufen wir hier gerade unsere Nodes und... Das ist halt Blackford Network. Was hat das jetzt hier damit zu tun? Da hat Analyse mit Cap hat da mal nachgefragt, also bei Blackford. Und die haben halt gesagt, das ist jetzt halt sozusagen ein neues Produkt von denen, Blackford Network. Und das fällt sozusagen unter der Blackford Wallet and Exchange. Derselbe Gründer ist hier der Lukas Gabriel, der dort ganz weit oben mitarbeitet. Und hier sieht man auch, es gibt ja gewisse... Wallets, die auch so eine Lizenz gerne hätten. Und wie wir hier sehen, diese wurde am 17.08.2020 beantragt und ist erst am 15.04.2022 genehmigt worden. Das bedeutet, ungefähr anderthalb Jahre später haben die überhaupt erst die Bewilligung bekommen nach der Beantragung. Da sieht man mal, wie lange so etwas dauern kann. Es gibt ja auch andere Seiten, die sowas gerne anbieten möchten. Eine dezentrale Fiat-Einzahlung. Da kann man denen jetzt schon mal sagen, sowas dauert ungefähr anderthalb Jahre, bis man da die Genehmigung bekommt. Jetzt ist es aber natürlich so, dass diese Lizenz hier nichts damit zu tun hat, dass diese Seite nicht trotzdem scammen könnte. Und das ist nämlich mal ganz wichtig zu sagen. Egal, was euch die Leute erzählen, die Seite könnte natürlich trotzdem scammen, wenn sie es vorhaben, auch mit so einer Lizenz. Und denen würde halt durch diese Lizenz hier keine Verfolgung drohen oder sonstiges. Das hat dann wieder was mit den Behörden zu tun. Und diese Lizenz gibt uns in der Richtung auf jeden Fall keine Sicherheit. Aber es gibt uns Sicherheit, dass hier keine Geldwäsche betrieben wird. Und zumindest haben die eine Lizenz, was natürlich schon mal wichtig ist. Ja, das hat es auf jeden Fall damit auf sich. Dann wollen wir mal weiter gucken. Denn das ist einfach unglaublich, was dieses ganze Ökosystem hier momentan schon einfach anbietet. Und zwar, ich habe schon irgendwelche negativen Videos gesehen, wo gesagt wird, ja, dieser Dreckscoin wird auf der Ethereum-Chain laufen und so. Und das, die ist natürlich total teuer. Und nein, das ist nicht der Fall. Diese Exchange wird eine eigene Blockchain bekommen. Ich habe ja gesagt, dass sie auch Nodes anbieten, wie halt Yield Nodes. Nur, da muss man wirklich sagen, dass Blackford um einiges größer ist, da diese hier ein ganzes Ökosystem aufbauen wollen und ja schon fleißig dabei sind. Sie haben halt schon ihre eigene dezentrale Wallet, also sowas wie MetaMask, Trust Wallet, kann man sich von Blackford runterladen. Dann haben sie schon eine eigene Exchange, dass man also Kryptowährungen gegeneinander tauschen kann. Und sie sind gerade halt dran am Arbeiten, eine komplett eigene Blockchain aufzubauen, wo wir natürlich jetzt diese Nodes von kaufen können, um hier die Blockchain mit aufzubauen. Und das alles unter dem Namen Blackford. Hier kann man sich dann die Wallet schon mal runterladen, wenn man das möchte. Direkt aus dem Apple Store und aus dem Google Play Store. Hier sehen wir dann die Swap-Funktion der Wallet, da man das auch direkt in der Wallet machen kann. Man kann hier direkt mit Kreditkarte kaufen oder per SEPA-Überweisung, sodass man das Geld sofort, sobald man die Euros abgibt, hier dezentral auf seiner eigenen
dezentralen Wallet hat. Hier sieht man es noch einmal Binance Crypto bis SEPA. Und dann wollen wir noch einmal rüber wechseln zum White Paper. Und ja, das White Paper ist ganz am Anfang sehr allgemein gehalten und sehr langwierig, sage ich mal, wo halt erklärt wird erstmal, was ist Krypto, was ist Blockchain, was für Vorteile hat man, wie ist das mit den einzelnen Coins und den einzelnen Exchanges, der Preisanstieg. Hier sieht man noch mal, was Blockchain für Möglichkeiten bietet, skalierbar, schnell und günstig. Das kennen wir aber alles schon. Das bieten ja viele andere Blockchains auch an. Dann hier noch einmal auf passives Einkommen, auf Staking eingegangen. Und zwar, wenn man sich hier seine Node kauft, dass man wirklich in 5-Sekunden-Takt seine Rewards sieht und diese dann, sobald Blackford.network startet, auch verkaufen kann. Also seine Rendite, die man hier erhält. Auf die Rendite bin ich ja in meinem letzten Video schon eingegangen und habe euch gezeigt, wie man eine Node kauft. Wenn wir jetzt weiter runtergehen, erklären die hier einmal, wie so eine Node funktioniert und dass man so diese Blockchain halt mit aufbauen kann und so ein passives Einkommen generiert. Hier ist noch einmal gezeigt, was man mit einer 10.000 Euro Node verdient, und zwar zum BXN-Preis von 0,01 Euro, der ja zum Launch verdoppelt wird. Da wird der BXN-Preis dann schon bei 0,02 Euro liegen. Aber wenn man jetzt ohne die Verdopplung ausgeht, macht man mit einer 10.000 Euro Note 42,58 Euro und das täglich. Und wenn man sich das jetzt einmal ausrechnet, 10.000 Euro durch 42,58, heißt das, man braucht 234 Tage, bis man hier im ROI ist, also im Return of Investment. Aber dazu muss man natürlich noch sagen, die rechnen hier mit 0,01 Euro und zum Launch wird dieser Preis ja verdoppelt. Das heißt erstmal, diese 234 Tage durch 30 für einen Monat, also brauchst du 7,8 Monate, bis du hier im ROI bist. Und dann einmal durch 2 sind also 3,9 Monate, sagen wir mal, runden wir mal auf 4 Monate, bis du hier deine 10.000 Euro wieder raus hast. Und ab da machst du nur noch Plus. Also du investierst einmal 10.000 Euro, erhältst deine Note, die du für 10 Jahre lang sicher hast, und machst jeden Tag deine Rendite. Nach 4 Monaten bist du im Return of Investment und hast so keine Risiken mehr und machst danach nur noch Plus. Zudem sei gesagt, jedes Jahr gibt es ein Halving. Das heißt, jedes Jahr wird einmal das, was du an Coins bekommst, halbiert, damit natürlich der Preis auf lange Sicht steigen wird und man hier nicht unendlich viele Coins für umsonst bekommt. Beziehungsweise umsonst ist es ja nicht. Man hat ja am Anfang einmal Geld investiert. Aber man soll natürlich hier nicht eine Inflation haben, und so wird halt jedes Jahr ein Halving stattfinden, dass du also nur noch die Hälfte an Coins bekommst. Aber da du nach 4 Monaten eh erstmal aus dem Risiko raus bist, ist das ja für dich egal und du erhältst weiter deine Rendite. Zudem sei gesagt, je nachdem wie sich der Preis entwickelt, der kann sich natürlich nach oben und unten entwickeln, würdest du so auch nochmal viel, viel mehr Rendite erhalten, wenn dieser Preis dann nach oben geht. Wir sehen es momentan bei BNB, denn diese Blockchain hier kann man eigentlich so gar nicht mit Yield Notes vergleichen, sondern dann schon eher mit Binance, weil die wollen hier wahrscheinlich das zweite Binance werden und wollen dann so natürlich auch von dieser Preissteigerung des BXN profitieren. Außerdem sei gesagt, wenn du eine Node hast, die du ja jetzt noch kaufen kannst, und die sind begrenzt, die sind limitiert, erhältst du auch Transaktionsgebühren. Also wenn auf dieser Exchange Transaktionen stattfinden, fallen ja Gebühren an, ne, wie bei jeder Exchange, und du erhältst tatsächlich einen Anteil von den Gebühren und so noch mehr passives Einkommen. Du also so noch mehr Geld mit einer Node erhältst. Also einfach unglaublich, finde ich sehr, sehr schönes Konstrukt, dass man sich hier die Blockchain mit aufbaut, davon profitiert und dann zusätzlich auch noch von den Transaktionsgebühren profitiert. Jetzt gehen wir mal weiter. Hier ist nochmal eine schöne Rechnung hier für die 10.000 Euro Note. Bei einem Preis von 0,01 Euro hast du also im einen Jahr 15.540 Euro gemacht. Da aber ja irgendwann auch der Launch ist und der Preis dann halt hier einmal verdoppelt wird, hättest du also, wenn du jetzt noch mit am Start bist, schon das Doppelte, würdest also mit 10.000 Euro nach einem Jahr 31.000 Euro machen, was natürlich sehr erstrebenswert ist. Diese Seite hier ist natürlich auch immer sehr schön zu sehen, wenn man sieht, Ethereum ist bei 38 Cent gestartet, lag zum Höchstzeitpunkt bei 4.334 Euro, jetzt immerhin im Bärenmarkt immer noch bei 1.000 Euro. Binance ist bei 0,03 Cent gestartet, hatte seinen Höhepunkt bei 613 Euro, liegt jetzt immer noch ungefähr bei 200 Euro und Blackford startet mit 0,01. Ich hoffe natürlich im ansetzenden Bullenmarkt, denn dann kann hieraus wirklich was werden und der braucht auch nicht auf mehrere hundert Euro steigen, sondern wenn er auf 1 Euro steigt, wäre das natürlich schon klasse. Aber einfach mal abwarten, was hier so kommt. Die sind auf jeden Fall auf einem sehr guten und richtigen Weg, dass sie schon gewisse Lizenzen haben und hier schon gut aufgestellt sind, ohne schon so richtig krass bekannt zu sein. Aber das wird auf jeden Fall alles noch folgen.
werden. In der Folie sieht man dann noch einmal, was die alles rausbringen wollen, beziehungsweise gewisse Dinge, die natürlich schon rausgebracht haben. Klar, die Wallet-App ist schon da. Tokenisierung, DeFi-Pools, NFT-Whitelisting, ja, Kreditkartenanbindung haben die ja auch schon. Denke mal, die meinen aber hiermit, dass sie auch eigene Kreditkarten auf den Markt bringen möchten. Smart Contracts, Proof of Stake, dann eine DEX, P2P-Trading, Client-Side-Concept. Ja, also das alles ist erstmal so im Überblick, was sie auf jeden Fall alles erreichen wollen. Wenn wir dann mal weitergehen, hier ist natürlich einmal hervorgehoben die Blackford Wallet, die wirklich einzigartig ist mit natürlich ganz normalen Sachen, dass es eine dezentrale Wallet ist mit Swap-Funktion, okay, aber mit Kreditkartenanbindung und SEPA-Überweisung, einfach unglaublich, was die hier schon erreicht haben, wo andere noch von träumen können. Und hier fällt ein Begriff natürlich richtig krass ins Auge, und zwar Blackford Smart Chain. An was soll das angelehnt sein? Genau, an Binance Smart Chain. Also ich denke schon, dass wir hier vielleicht in ein richtig, richtig großes Projekt rein investieren können. Ich hoffe natürlich, dass sie es schaffen sollten, dass sie vielleicht das Binance 2.0 werden. Da sie hier in manchen Sachen natürlich schon einen kleinen Vorteil haben, wie mit ihrer Wallet-App, was Binance natürlich noch nicht so ins Detail anbietet. Und auch, dass man hier eine Beteiligung an Assets bekommt, finde ich schon richtig klasse. Aber auch wie man hier sieht, arbeiten die schon an einem NFT-Marktplatz. Dann gehen wir mal weiter. Und hier haben wir auch eine richtig coole Seite, denn hier sieht man, wie viel Blockbelohnung man bekommt. Also natürlich durch seine Node, wie viel Geld man hier verdient. Das ist das erste Jahr sozusagen gezeigt, dann im zweiten Jahr nur noch die Hälfte, im dritten Jahr wieder nur noch die Hälfte und so weiter, bis man in 10 Jahren hier ganz unten angekommen ist. Man aber trotzdem weiterhin richtig viel Geld verdient. Und zwar ist es nämlich so, dass du halt an den Fees beteiligt wirst. Du kriegst also ja nicht nur aus deiner Node die Belohnungen, sondern einen Teil von den Transaktionsgebühren ab, sobald die Seite natürlich erstmal gestartet ist. Der Launch war ja noch nicht. Und dann ist es so, natürlich ganz am Anfang ganz wenig. Du kriegst eine hohe Blockbelohnung, also von deiner Node kriegst du viel Rendite ab. Aber von den Transaktionsgebühren, du kriegst zwar viel ab, aber es finden natürlich ganz am Anfang noch nicht viele Transaktionen statt. Und wenn dann die Seite sich weiterentwickelt und immer mehr Nutzer kriegt und immer mehr darüber geswappt wird, da diese Seite wohl auch sehr günstig sein wird in Swappen, wirst du natürlich immer mehr Belohnungen erhalten, da die Nodes irgendwann ausverkauft sind. Es kann sich also keiner mehr Nodes kaufen, aber die Memberanzahl auf der Seite steigen wird und du so immer mehr Gebühren von den Transaktionen erhältst und das als passives Einkommen. Also hast du hier eigentlich einen gleichbleibenden Flow an Rendite. Und dann kann man mal gespannt sein, ob man auch nach 10 Jahren weiter hier die Transaktionsgebühren als Rendite erhält. Gucken wir aber mal weiter. Und hier gehen die halt nochmal drauf ein, welches passives Einkommen du hier hast. Und zwar ist das einmal deine Blockbelohnung, dadurch, dass du die Node kaufst. Dann die Fee und hier steht es nochmal, Lifetime. Also auf Lebenszeit bekommst du hier von den Transaktionsgebühren was ab. Das ist also nicht auf 10 Jahre begrenzt. Und natürlich, gut, klar, die Kursentwicklung. Und da kann man natürlich nie sagen, steigt diese oder fällt diese. Aber die zwei Sachen natürlich sehr absehbar und sehr cooles passives Einkommen. Dann sind hier noch einmal die Nodes auf einen Blick. Wobei hier ein kleiner Fehler eingeschlichen ist. Das sieht man hier. Nämlich diese Node kostet keine 100.000 Euro, sondern 10.000 Euro. Und man erhält dafür dann 1 Million BXN zu einem Preis von 1 Cent. Also hier ein kleiner Fehler. Aber die Nodes habe ich euch ja in meinem letzten Video schon gezeigt. Gehen wir mal weiter. Und hier steht ein wichtiger Satz. Es entsteht das größte, sicherste und anwenderfreundlichste dezentrale Blockchain-Projekt. Das müssen wir natürlich erstmal sehen und kann man natürlich so noch nicht bestätigen, solange es nicht wirklich gelauncht ist. Mit 304.000 Netzwerkknotenpunkten. Also es wird insgesamt nur 304.000 Nodes geben und nicht eine einzige mehr. Was natürlich für uns ganz interessant ist, weil 304.000 ist nicht gerade viel. Muss ich nur mal überlegen, wenn sich jeder in Deutschland, der Kryptos besitzt, eine Node kauft, sind diese natürlich schon längst vergriffen. Und die bieten das natürlich auf der ganzen Welt an. Also ist hier schon 304.000 Nodes sind nicht gerade viel. Wenn du jetzt also eine kaufst, du hast unterhalb dieses Videos den Anmelde-Link, dann kannst du dir darüber deine Node kaufen und bist ein glücklicher Besitzer von 304.000 anderen. Wobei man natürlich sagen muss, dass es viele Leute gibt, die mehrere Nodes kaufen. Also bist du hier einer der ersten bei diesem Projekt und kannst dir so jetzt noch eine Node kaufen. Ab 50 Euro geht's los. Und sobald diese 304.000 vergriffen sind, gibt es keine mehr. Auf dieser Seite sehen wir dann noch einmal Business am Puls der Zeit. Ein paar Kleinigkeiten nochmal zusammengefasst auf einer Seite. Wichtig ist hier vielleicht noch zu sagen, Top Support 24/7.
Ich habe den Support hier noch nicht angeschrieben, weil ich das noch nicht brauchte, aber das ist natürlich gut zu wissen, dass dieser 24/7 erreichbar sein soll. Aber ob das wirklich so ist, wird sich auch erst in der Zukunft herausstellen. Dann möchte natürlich eine Exchange wachsen und die werden natürlich später viel in Marketing reinstecken, aber jetzt gerade ist natürlich dieses Affiliate-System noch. Das heißt, wenn du andere Leute wirbst, kriegst du auch eine Provision, was natürlich immer am besten für so ein Projekt ist, da so keine separaten Kosten ausgegeben werden müssen, aber es natürlich trotzdem viele Menschen gibt, die das Projekt dann, wenn sie davon begeistert sind, weiterempfehlen, dadurch eine kleine Provision einkassieren. Und so natürlich das Projekt immer mehr Bekanntschaft kriegt. Wie man ja jetzt gerade auch sieht, dass ganz YouTube mit diesem Projekt voll ist, einfach unglaublich. Aber so haben die ihr eigenes Marketing, ohne dafür hohe Nebenkosten noch zu haben. Auf das Affiliate-System werde ich in einem anderen Video separat einmal eingehen, weil das ein bisschen komplizierter ist, beziehungsweise über mehrere Ebenen und alles. Das muss jetzt nicht in diesem Video hier sein, aber ich werde dazu ein separates Video machen, wo du dann sehen kannst, was du hier wirklich verdienst, wenn du jemanden reinholst. Dann, was Blackford noch anbieten wird, ist einmal eine Ausbildung, dann Incentives, Trainings und Kryptoakademie bieten natürlich mittlerweile auch viele an, meistens sehr hohe Kosten dafür, aber das ist natürlich schon cool, eine Kryptoakademie und Trainings, damit du hier fit im Kryptobereich wirst und so vielleicht auch irgendwann mal ein professioneller Trader werden kannst. Die ersten drei Schritte zum Erfolg: Account öffnen, das kannst du unterhalb dieses Videos mit dem Anmelde-Link machen, Note kaufen, was sie hier mit Note aktivieren meinen, also du suchst dir einen aus von 50 Euro bis 25.000 Euro, suchst du dir einen aus, aktivierst sie und das dann schon dein passives Einkommen jeden Tag bzw. alle 5 Sekunden. Und dann kannst du natürlich noch deine Vision von Blackford teilen, um so noch ein bisschen was nebenbei zu verdienen. So, das war's soweit mit diesem White Paper. Und deshalb wechseln wir jetzt noch einmal in meinem Account rein. Und zwar bin ich jetzt in meinem Dashboard. Die Seite habe ich euch ja in meinem letzten Video schon erklärt. Ich denke mal, da brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Aber worauf ich auf jeden Fall noch eingehen möchte, dafür gehen wir einmal auf Assets. Denn wie ich ja schon erwähnt habe, bekommst du hier auch Affiliate-Belohnungen. Und diese erhältst du dann anteilig in dem Coin, in dem dein Partner eingezahlt hat. Wie man jetzt hier sieht, habe ich nicht allzu viel. Aber in Tron 35, in Bitcoin 43 und in US-Dollar 65. Jetzt gibt es nämlich hier ein kleines Problem und das möchte ich euch jetzt einmal zeigen. Dafür gehen wir hier einfach mal auf Bitcoin und gehen hier einmal auf RiskDraw. Und da sehen wir nämlich schon, die Mindestauszahlung beträgt 50 Euro. Das ist egal, wo der Preis gerade steht, aber 50 Euro ist die Mindestauszahlung und das wären momentan 0,0023 Bitcoins. So viele habe ich natürlich nicht, wenn ich jetzt hier also auf Bitcoin gehe. Um mir das auszuzahlen, gehe ich hier auf Max, dann sieht man, ich habe hier 0,0021 Bitcoin nur. Wenn ich hier, selbst wenn ich jetzt hier eine Adresse eingebe und ein Passwort, wird das nicht funktionieren. Ich habe es schon ausprobiert, es geht leider nicht. Was natürlich ein bisschen doof ist und man das beachten muss. Jetzt kann ich mir aber meine US-Dollar auszahlen. Wir gucken mal, in was ich mir das alles auszahlen kann. Okay, in BUSD, Binance Smart Chain, in USDC, Binance Smart Chain, USDT auf dem Ethereum-Netzwerk und USDT auf dem Tron-Netzwerk. Also hier gibt es auf jeden Fall einige Möglichkeiten, was ich natürlich schon mal sehr gut finde. Dann wollen wir das jetzt auch einmal machen. Und zwar nehme ich hier BUSD auf der Binance Smart Chain. Wir nehmen direkt natürlich den vollen Betrag. Dann brauchen wir noch die Adresse. Dafür gebe ich jetzt hier meine MetaMask-Adresse ein. So, wir haben alles eingegeben. Ich habe jetzt auf Request gedrückt. Und dann gucken wir mal, wie viel dann genau bei mir ankommt. Denn ich habe jetzt hier 68 BUSD eingegeben, die dann bei mir ankommen sollten. Und dann müssen wir natürlich gucken, ob hiervon noch Gebühren abgezogen werden. Und ich kann jetzt schon mal fragen, ja, es werden Gebühren abgezogen, aber wie viele genau, das wollen wir dann einmal sehen, nachdem, was denn dann bei mir auf meiner Wallet für einen Betrag ankommt, damit wir das genau sehen können und natürlich, wie lange das dann gedauert hat auch. Alleine dieses hier lädt jetzt schon ganz schön lange. Währenddessen können wir ja schon mal einmal gucken. Ich habe 168 BUSD auf der Wallet hier drauf, wo ich das gerade hinschicke. Aber wir sehen das dann nachher auf der Blockchain, wie viel dann genau gesendet wurde von diesen 68 BUSD. So, ich habe jetzt die Seite nochmal refreshed, nochmal auf RiskDraw gedrückt und alles eingegeben. Und jetzt hat sofort geklappt. Hier steht, dass das bis zu 24 Stunden dauern kann, bis der RiskDraw akzeptiert wurde von dieser Seite. Also warten wir mal ab. So sieht es auf jeden Fall jetzt erstmal aus. Und ihr werdet dann gleich sehen, wie lange es genau gedauert hat, bis hier meine Auszahlung raus ist und halt auch, wie viel dann am Ende angekommen ist. Wir sehen hier 15. Juni 22, 21.41 Uhr. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, ich habe nachgeguckt, das Geld ist endlich angekommen. Wir gucken jetzt mal, wie viel denn angekommen ist. Und es müssten ja über 200
237 sind es, 0,45. Und dann werden wir jetzt einmal auf BSC-Scan gehen, einmal auf der Blockchain nachgucken, wie viel Gebühren jetzt abgezogen wurde und wie lange das Ganze genau gedauert hat. So, dafür kopiere ich meine Adresse, gehe einmal auf bscscan.com, füge die hier ein und dann gucken wir mal, wie viel Token denn hier überwiesen wurden. So, es waren 68,46, die ich also von hier aus überwiesen habe und wir sehen 68,46. Das heißt, es werden nur die Blockchain-Gebühren abgezogen und nichts weiter. Und auch wie wir von der Zeit her sehen, ich habe es am 15. Juni um 21.41 Uhr hinüberwiesen und am 15. Juni um 21.48 Uhr PM, also abends, kam es an. Also 7 Minuten. Hat also gar nicht mal so lange gedauert, ging viel schneller als ich dachte. Auch die Transaktionsgebühr lag gerade mal bei 5 Cent, die mir hier abgezogen wurden. Also hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe gedacht, die stecken sich noch eigene Gebühren ein, aber das war anscheinend nicht der Fall. Und wir haben hier unseren vollen Betrag minus 5 Cent erhalten und zwar innerhalb von 7 Minuten. Hat also alles einwandfrei und super funktioniert. Und ich würde sagen, das war's jetzt auch mit dem Video. Wenn du dich jetzt hier auch anmelden möchtest und eine Node kaufen willst, unterhalb dieses Videos ist der Anmeldelink dafür. Und wenn dir das Video hier gefallen hat, dann lass mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonnier den Kanal, wenn du kein Video mehr von mir verpassen willst. Und bei Anregungen oder Anmerkungen haus mir gerne in die Kommentare rein. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zu meinem nächsten Video. Ciao.